Schön, dass du da bist, lieber Wassermann. Ich freue mich sehr, dass ich für dich in die Karten schaue, und zwar fürs erste Quartal 2023. Ich lege für dich das große Kartenblatt aus mit diesen Lenormand-Karten. Wenn Bedarf ist und es braucht Zusatzkarten, dann habe ich dieses Tarot-Deck gewählt. Lieber Wassermann, bedenke, es ist eine kollektive Legung und nicht jeder kann mit dabei sein. Schau einfach, gell, es ist eine Prognose, Video ist schon ins Energiefeld des Wassermanns. Was steht da zur Verfügung? Welche Highlights kannst du erwarten? Auf welche Highlights kannst du zurückgreifen? Welche Lebensbereiche brauchen deinen Fokus? Gibt es vielleicht auch eine Warnung und schau bitte unbedingt dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen. Ich spreche aus der Sicht deiner Frau, wenn du ein Mann bist, trage es entsprechend um. Ich freue mich schon total drauf auf die Legung. Und jetzt, wir starten los. Bis gleich. So, lieber Wassermann. Ich mische deine Karten und lege sie aus. Du kannst gerne vorspulen. Gell? Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich schwinge mir da ein. Wassermann, Wassermann Sonne, Wassermann Mond, Wassermann Aszendent. Erstes Quartal 2023. Was zeigt sie? Wassermann. So, lieber Wassermann, die Karten liegen. Das, was gleich mal im Zentrum ist, ist die Liebe. Das wird ganz wichtig. Oder kannst du dir auch zur Priorität machen im ersten Quartal 2023? Die Liebe. Und zwar ganz konkret. Wenn du Single bist, dass du wirklich rausgehst, dich zeigst, das kommt ganz klar raus. Und dass du auch in dich gehst, es ist eine ganz wesentliche Zeit, lieber Wassermann, dass du dich mal darauf besinnst, wofür du dich entscheiden möchtest. Zwar jetzt im Sinne von Partnerschaft und Liebe, weiß ich nicht, ob du Single bist oder ob es da jemanden gibt. Gell? Tatsache ist, dass da schon jemand noch in deinem Energiefeld ist, den du bereits kennst. Aus der Vergangenheit. Aber weißt du, lieber Wassermann, schau übrigens hat der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und schau einfach, ob du resonierst, ja.
weil es ja kollektive Legung ist, dass es darum geht, dass du selber, was du selbst die Wahl triffst, im Sinne dessen, dass du eine gesunde, also für dich, für deiner Natur entsprechende Liebe wählst. Etwas Gesundes, Heilsames, ja, dass du aber, dass es geht um deine Wahl, ob du das wirklich möchtest. Denn, lieber Wassermann, ja, und rausgehen, ja, in Sachen Liebe. Also, wenn du Single bist, zeig dich, ja, geh aus oder vielleicht auf irgendein Internetportal, wenn dir das entspricht, ja, mach dich sichtbar, okay? Also, ich sehe schon, diese Legung ist jetzt nicht unbedingt für jemanden, was der, wenn du eine feste Partnerschaft hast. Es ist so, dass du entscheiden sollst, ob du eine öffentliche Partnerschaft möchtest. Also weißt du, ob du in diese Richtung gehst, ob du das willst, weil es liegt bei dir wirklich diese Wahl. Ja? Sollte es jemanden geben, der einfach schon um dich wirbt, der dich verehrt, geht es im ersten Quartal 2023 darum, dass du wirklich dich diese Entscheidung triffst. Möchtest du das gern weiter aufbauen, öffentlich machen oder nicht? Wenn diese Situation, lieber Wassermann, nicht besteht, dann gilt es eben, diese Entscheidung zu treffen. Was entspricht wirklich deinem Naturell, deiner Natur? Was ist in Liebesdingen wirklich gesund für dich? Ja? Was möchtest du gern? Was ist langfristig gesund für dich? Und was nicht? Und dass du dich da ganz bewusst entscheidest. So. Ja, Wassermann. Übrigens, danke für dein Abo, danke für dein Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal, wenn es dir taugt. Das freut mich sehr, denn so wächst mein Kanal und sehr viele Menschen mehr können von diesen Videogeschenken profitieren. Und dafür ist dieser Kanal ja da. Um Freude und um Bewusstheit und Inspirationen zu bringen. So, lieber Steinbock. Apropos Inspirationen. Erstes Quartal 2023 ist ein wunderbarer Zeitrahmen für dich, dich zu erweitern, durchaus auch im Sinne einer Ausbildung, die du immer schon machen wolltest, also die wirklich im Sinne der Selbstliebe ist. Wo sehr, sehr viel kommuniziert wird. Das kann ein Online-Seminar sein oder ja, weißt du, es ist so eine Energie, lieber Wassermann, wo du das eigentlich von also quasi isoliert machst, das kann wirklich sein, was von zu Hause aus, so ein Webinar oder sowas in der Richtung, da ist ein guter Zeitpunkt. Weiters ist ein guter Zeitpunkt im familiären, ja, dass du das im familiären Bereich, wenn, was du Streitgespräche sind, vor allem mit einer Frau, das kann die Mutter sein, ja, die Tante oder so sie, aber jemand, der recht viel zu sagen hat in der Familie, wenn da so ein Schlagabtausch ist, ja, dass du, wenn du merkst, es geht dir seelisch sehr nahe und tut dir nicht gut, dass du dich dann lieber zurückziehen solltest, ja, also lieber Abstand nehmen, also solltest, das tut der seelisch besser, ja. Spür da mal rein, lieber Wassermann. Wie gesagt, das ist eine kollektive Legung, aber fühl da mal rein, okay? So. Die Karten sagen betreffend Liebe, dass da durchaus wirklich eine Nachricht reinflattern kann,
sehr plötzlich von jemandem aus der Vergangenheit, den du bereits in den, also quasi, wo du dich bereits verabschiedet hast oder er hat sich verabschiedet, aber das hast du bereits zurückgelassen. Du hast es bereits abgeschlossen, ja. Und da ist im Feld, lieber Wassermann, Sonne, Aszendent, Mond, ja, dass da eine sehr überraschende, plötzliche Nachricht hineinflattern kann. Das liegt wirklich, wirklich eindeutig da. Dass sich dieser Mensch plötzlich wieder öffnet. Tja, naja, gut. Und die Karten sagen auch, ja, diese Entscheidung, ja, tut er das gut, dieses Alte wieder aufleben zu lassen, wieder zu erneuern, ja, oder nicht? Also es ist mehr so eine Entscheidung, welchen Weg gehst du? Warst du lieber Wassermann? Welchen Weg gehst du? Ist es gesund für dich? Und da die wirklich ganz authentisch und ehrlich und bewusst damit auseinanderzusetzen, ja, die Entscheidung musst du treffen, ja. Das ist ja deins, ja. So. Ich habe da jetzt noch was im Visier gehabt und ah ja, hab schon wieder. So, dein Highlight, ja? Ist es, also es ist eine super, super Zeitphase, das erste Quartal 2023, lieber Wassermann. Dass du dich also dass du, was du, wenn so Zweifel da sind, Ängste, Unsicherheiten, dass du das veränderst. Und stattdessen in die Sicherheit gehst, in die Innere und ins Selbstbewusstsein. Ja? Weil das sind so Ängste, Zweifel, Unsicherheiten da und super, super Quartal. Es ist sehr leicht, da rauszusteigen und der Präsenz zu zeigen, zu strahlen, vor allem was eben Männergeschichten betrifft. Ja? Lieber Wassermann, du weißt, ich spreche aus der Sicht deiner Frau, wenn es der Mann bist, trass es um. Gut. Das zeigt sie jetzt mal für dich. Ich schließe das ab. Und ich hoffe, du hast da ja den einen oder anderen Tipp abholen können. Ich freue mich sehr auf alle Fälle und ich sage mal bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.